Meine Damen und Herren, Sie befinden sich hier in der Städtischen Galerie Fruchthalle in Rastatt. Hinter uns sehen Sie die Monumentalcollage Wege der Weltweisheit, die Hermannschlacht von Anselm Kiefer, der hier bei uns in Rastatt aufgewachsen ist und inzwischen einer der renommiertesten deutschen Künstler weltweit ist. Wir haben neben dieser Monumentalcollage noch einige andere Exponate von ihm und eines davon stelle ich Ihnen jetzt ganz speziell vor. Wir haben hier ein wunderschönes Exponat, passend zur Osterzeit, mit dem Titel Palmsonntag, wie man ihn auch lesen kann. Der Künstler Anselm Kiefer hat ihn in Kinderschrift, wie er das oft macht in seinen Bildern, oben hineingeschrieben und wir können Folgendes wahrnehmen. Eine rote Adama, die Erde von Palästina, etwas brüchig. Darüber wölbt sich ein astraler Himmel, wie man ihn heute aus den Teleskopen kennt. Und darauf gesetzt ist ein Palmblatt, das eingegipst wurde vom Künstler und es stellt also in der Senkrechten gewissermaßen eine Vermittlung zwischen Himmel und Erde dar. Das passt also sehr schön zu dieser Osterzeit, weil Ostern ist ja genau nach dem christologischen Mythos eine solche Vermittlung, eine solche Verbindung. Und wenn wir das Palmblatt sehen, dann ist das auch ziemlich authentisch. Es kommt also auch aus Palästina. Und dadurch, dass es eingegipst ist, zeigt es nicht nur den Beginn der Leidensgeschichte, sondern steht auch für ein Auferstehungssymbol durch die weiße Farbe.